Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warships und zum Update 0.11.2. Ich glaube, das ist es. Und ja, Hauptpunkt italienische Zerstörer. Und ja, eigentlich sollten meiner Meinung nach U-Boote schon in den Update kommen, sind sie leider nicht. Also wahrscheinlich dann mit dem nächsten wieder. Also das gibt es leider heute noch nicht. Ärgert mich auch ein bisschen, aber hey, shit happens. Und ja, legen wir los. Also, die wichtigste Sache, oder na Quatsch, nicht die wichtigste Sache. Die wichtigste Sache sind die Zerstörer, die neuen italienischen. Die gucken wir uns gleich an. Erst einmal nur ein paar allgemeine Sachen zum Update. Hier gibt es so einen, ihr könnt euch wieder so einen Wettstreit anschließen. Wählt einfach den Team. Und ja, am Ende kriegt die ein sechster Kapitän. Oder scheinen sie nicht wirklich sehr. Macht einfach mit. Ist ganz cool. Genau, also, das war die erste kurze Sache. Ansonsten Waffenkammer. Natürlich, wieder italienische Zerstörer sind da drinne. Hier gibt es wieder was umsonst. Also, holt euch da immer schön die Sachen. Ansonsten müssten die panasiatischen Kreuzer rausgeflogen sein. Das ist auch richtig. Die sind draußen. Allgemein, die Waffenkammer wieder ein bisschen sortierter. Das gefällt mir eigentlich. Und ja, die panasiatischen Kreuzer könnt ihr euch jetzt auch so holen. Also nicht mal nur über Vorabzugang her, da sind sie auch frei. Wie gesagt, ich finde, sie performen nicht so gut momentan. Allerdings, ja, wer weiß, das sind trotzdem sehr interessante Schiffe, hatte ich ja schon im Kreuzer-Video gesagt. Dennoch eher was für fortgeschrittenere Spieler, die guten Dinger. Genau, ansonsten gibt es gerade auch das Wüste-Gefecht. Ein sehr cooler Modus, macht eigentlich echt Spaß. Ist so eine Art Battle Royale so ein bisschen. Macht echt Spaß, ist wirklich cool. Ich meine, was steht denn beim I? Ich habe den Modus schon mal gespielt. Genau, neben vier Teams sind jeweils drei Schiffen teil. Und ja, genau, ihr habt da so spezielle Schiffe, die sind nach richtigen Zerstörern aus dem Spiel modelliert ein bisschen. Ich weiß nicht, steht manchmal sogar da? Nee, steht nicht da, aber ich weiß nicht, die hier kennt man ja ziemlich sofort. Das ist eine Daring, beziehungsweise eine Gearing. Oder auch eine, könnte auch der panasiatische Kreuzer Zerstörer sein, aber ja. Genau, also, Wüstes Gefecht ist ganz cool, könnt ihr ruhig mal reinschauen, wenn ihr mal was Neues spielen wollt. Ich werde es wahrscheinlich eher nicht spielen. Und ja, am besten auch noch mit drei Freunden das Spielen, Wüstes Gefecht, da macht es richtig Spaß, das kann ich euch nur empfehlen an der Stelle. Genau, aber italienische Zerstörer, genau, ihr kennt es, ihr könnt wieder Marken verdienen, so wie man es, ja, so wie es immer ist, könnt ihr hier die Schiffe holen, Kreuzer sage ich schon, sehen ein bisschen sogar aus wie Kreuzer manchmal. Und ja, dann am Ende auch wieder den 10er Zerstörer. Genau, ansonsten holt euch immer das kostenlose Paket, hatte ich ja schon gesagt. Und hier oben ist auch wieder für 1000 Dublonen ein Zufallspaket drin, wo sehr viele Tarnungen drin sind. Finde ich ein bisschen ärgerlich, weil ich für Tarnungen immer so ein bisschen, ja, ein bisschen komisch. Ansonsten gibt es einmal 3000 Marken. Was habe ich hier eigentlich bekommen? Ah, es gibt wohl immer italienische Marken. Hey, immerhin. Und ja, und natürlich die 9er, so wie immer. Ihr kennt es, also 60.000 Dublonen müsstest ihr reinbuttern, um den 9er auf jeden Fall zu kriegen. Halt eine 1 zu 60 Chance, desto mehr ihr kauft, desto wahrscheinlicher ist, dass er ihn kriegt. Allerdings, nein. Lohn tut sich's nicht. Würde ich euch wirklich nicht empfehlen. Ihr könnt reingucken, ob ihr das erste habt, ob ihr direkt den habt, kann sein, aber naja. Genau, ansonsten gab es noch ein paar Changes, so ein paar Bugfixes hier und da. Die Grafik sieht ein bisschen besser aus, zum Beispiel Explosionen auf dem Wasser. Und ein Superschiff wurde im Supertest hinzugefügt, ein britischer Kreuzer. Ansonsten auch noch französische Kreuzer wurden auch noch hinzugefügt im Supertest. Die kommen dann wohl als nächstes ins Spiel. Vielleicht auch schon die britischen Schlachtkreuzer. Mal schauen. Und ja, kommen wir zu den Zerstörern. Die Low-Tiers werde ich mir jetzt mal nicht angucken. Wollen ja auch vorankommen. Ich will auch noch eine Runde spielen. Also nicht mit den Zerstörern, sondern im Ranked. Und ja, fangen wir mit dem 6er an. Was der so kann. Gucken wir uns doch mal an. Erstmal. Wie siehst du denn aus? Hübsch. Hübsch sind sie ja. Das muss ich lassen. Leider so Mitte geschützt. Finde ich ein bisschen blöd bei Zerstörern. Das ist immer sehr unvorteilhaft einzusetzen, finde ich. Ich meine, der Winkel wird natürlich ordentlich sein. Ich meine, ungefähr so dürfte das Geschütz trotzdem schießen können. Trotzdem ist jetzt nicht so geil. Und ja, aber hübsch sind sie auf jeden Fall. Ja, was sagt das I überhaupt, bevor wir uns hier weiter den 6er angucken? Was sagt denn das gute alte I? Also, schwerer Shampoo-Salve, HE und SAP-Granaten. Sehr geil, kennen wir schon von der Sherman, die SAP-Granaten. Können auf jeden Fall ordentlich Damage verursachen, vor allem auf dem Zerstörer. Kurze Reichweite. Ja, ich habe mir die schon vorhin ein bisschen angeschaut. Das ist eine Untertreibung mit kurzer Reichweite, das schauen wir uns auch gleich an. Ansonsten, Torpedos. Ihr habt schnelle Nachladen der Torpwerfer, wirklich äußerst schnelle Torps, also was das Nachladen angeht. Mit der schnellsten Reload im Spiel. Ich glaube, die Briten sind noch ein bisschen schneller. Und ja, aber egal. Hohe Torpedo-Reichweite, das ist auf jeden Fall, stimmt auf jeden Fall, jetzt hier hat 13,5 Kilometer, das schauen wir uns aber dann auch noch an. Allerdings, typisch italienisch, geringer Torp-Speed und die Torps verursachen wirklich wenig Schaden. Also sind eher Treibminen.
um Caps zum Beispiel abzusichern. Aber darüber reden wir dann auch, wenn wir beim 10er sind. Ansonsten habt ihr Notmotorleistung oder Motornotleistung, so wird es hier geschrieben. Ihr seid in kurzer Zeit sehr schnell, allerdings hält das Verbrauchsmaterial nicht sehr lange. Allerdings habt ihr auch sehr viel davon und sie, ja, allerdings brauchen sie fast 3 Minuten zum Nachladen, also, na, schwierig. Aber ich meine, der Name ist Programm Motornotleistung, also wenn ihr wirklich Not am Mann ist, könnt ihr damit extrem schnell abhauen. Ansonsten habt ihr nicht den typischen Nebel, sondern Nebelablufterzeuger. Hier steht es schon, erlaubt dem Schiff auch bei voller Fahrt verborgen zu bleiben. So funktioniert dieser Nebel, der hält allerdings halt nur 40 Sekunden. Also ihr könnt nur 40 Sekunden nebeln, der Nebel liegt danach noch 10 Sekunden, also insgesamt 50 Sekunden Nebel. Allerdings auch hier habt ihr dafür sehr viele Nebel und die Nachladezeit ist wirklich nicht so hoch. Also hey, aber ich meine, ihr könnt Vollspeed fahren und schießen und toppen und so weiter, das ist ganz geil. Schon bei den Kreuzern ist es ja ein sehr mächtiges Werkzeug. Und ja, könnt damit auch sehr gut zusammen mit der Motornotleistung aus brenzligen Situationen verschwinden. Ansonsten gehen die Dinger auch sehr, sehr früh auf. Und da kommen wir jetzt auch schon zu einem witzigen Punkt. Nehmen wir zum Beispiel den 6er. Also, klappen wir hier mal alles auf, bis auf die Fotokopie müssen wir jetzt auch nicht aufklappen. Manövrierbarkeit, Verborgenheit. So, das sind die wichtigsten Werte. Also, wenn ihr den Rumpf upgradet, hat er schon mal 14.300 Leben, ist schon mal ganz geil, Flugabwehr ist ein bisschen besser. Torps haben 10 Kilometer Reichweite, wie gesagt, aber sehr langsam und allein der 6er verursacht nur 10.000 Punkte Schaden mit den Torps, ist natürlich auch nicht so geil. Und jetzt kommt's. Wenn ihr das Modul einbaut, könnt ihr gerade mal 6,9 Kilometer weit schießen. Das ist sehr wenig. Und, zack, wenn ihr das Ding ohne Kapitänsskill fahrt und ohne Tarnung, geht ihr früher auf, als ihr schießen könnt. Mit dem 6er. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ihr habt den Zerstörer, mit dem ihr früher aufgeht, als ihr wirklich schießen könnt. Das allererste Schiff, also jetzt auf etwas höheren Stufen, wie Stufe 6 und so weiter, was das hinkriegt. Ich weiß nicht, vielleicht auf Loti gibt es vielleicht gar kein Schiff, was das kann, glaube ich. Sogar. Es sind die ersten Schiffe, die nicht schießen können. Sie gehen vorher auf, bevor sie schießen können. Das finde ich irgendwie ein bisschen dämlich. Aber, ja. Genau. So viel dazu. Ansonsten gehen wir weiter mit dem 7er. Wie siehst du denn aus? Ja, ähnliches Design, auch wieder so Mitteturm leider. Allerdings, hier geht es schon los mit diesen Brückentorps. Ich finde das echt geil. Ihr habt hier so eine Brücke über den Torpwerfern. Das ist sehr witzig. Ich meine, die liegen dafür sehr gut, schön mitschiffs. Das ist sehr geil, auch schon auf niedrigen Stufen. Auch hier gucken wir nochmal. 7,5 Kilometer Reichweite. Bei 7,5 Kilometer geht der auf. Natürlich geht das noch weiter runter mit Tarnungen und so weiter. Ist ja klar. Das sind 15.000 Leben, das ist in Ordnung. Und Flugabwehr ist hier auch wieder jetzt nicht so wünschenswert. Und ja, Tops können aber nicht verbessert werden. Also ihr habt dieselben wie auf dem 6er. Ja, der 8er hat dann zum ersten Mal 12 Kilometer Tops und 90 Sekunden Nachladezeit. Ab sofort laden Tops immer 90 Sekunden nach, aber das ist wirklich in Ordnung. Ihr habt jetzt 2 Viererwerfer. Ist wirklich ganz geil, wie weit könnt ihr schießen? 8,6 Kilometer. Geht allerdings halt auch bei 8,4 Kilometer auf. Das dürft ihr nicht vergessen. Ansonsten... Ja, die Dinger sind auch sehr schnell. Alleine der 8er fährt schon 39 Knoten, ist natürlich sehr geil und sieht auch schon etwas moderner aus, wie ihr sehen könnt. 2 Türme vorne, 1 Turm hinten, Doppeltürme, sehr geil auf der Stufe, muss ich sagen. 120 mm, 6 Sekunden Nachladezeit. SAP-Granaten, die jetzt schon 2850 Damage machen pro Treffer, was natürlich äußerst viel ist. Wie sieht es panzerungstechnisch eigentlich mit dem Ding aus? Ja, 19 mm leider, keine 21, das ist ein bisschen ärgerlich. Und ja, aber egal. So, gehen wir weiter zum 9er. Ja, kommen wir zum 9er. Das ist auch sehr geil mit den Brücken. Ich finde das, ich weiß nicht, irgendwie hat mir das angetan. Ich finde, das sieht mega witzig aus. Ich finde wirklich, dass es sehr, sehr lustig aussieht. Hier so mit der Brücke drüber. Irgendwie hat es was. Ja, ein sehr modernes Schiff, so wie es aussieht. Auch 1945er Entwurfsjahr, nicht Baujahr. Und ja, was kannst du denn Schönes? Also, wir haben hier 135 mm schon zum allerersten Mal. 9,5 Kilometer Reichweite. 8,8 Kilometer geht das Ding auf. Wie gesagt, geht noch weiter runter natürlich. Sehr schnell, 39 Knoten. 21.000 Lebenspunkte, das ist auch ordentlich auf jeden Fall. Das sogar schon ohne Skill. Ihr habt jetzt auch 6 Nebelabluftabzeuger. Ich meine, wie gesagt, das Ding lädt 80 Sekunden gerade mal nach. Also, ihr könnt damit wirklich spammen. Und 6 Motornotleistungen. 25% mehr Höchstgeschwindigkeit. Dafür 25 Sekunden dauert das Verbrauchsmaterial auch nur. Aber trotzdem, auch hier habt ihr halt wirklich einen sauhohen Damage. 3050. Extrem geil. Wirklich, also der Charm ist überragend. Ja, 10er. Das Schiff gab es wirklich. Ist eigentlich ein leichter Kreuzer. Wurde dann zu einem sehr großen Zerstörer umfunktioniert. Das ist ganz witzig, finde ich. Aber ja, auch hier 19 mm Panzerung. Denn nur die Türme sind ganz gut gepanzert. Immerhin 60 mm. Ja, ansonsten kann man das Schiff nicht verbessern. Auch hier gibt es 6 Nebenabluft-Erzeuger und 6 Motornotleistungen.
Und ja, auch hier habt ihr halt wirklich wieder sau viel Damage mit dem SAP-Granaten. 3050 Schaden, 5,5 Sekunden Nachladezeit. Leider drehen die Türme relativ langsam für den Zerstörer, aber es ist eben eigentlich auch ein leichter Kreuzer. Und ja, 9,6 Kilometer könnt ihr weit schießen mit den Dingern. Ihr geht bei 9,2 erst auf. Yay! Ihr könnt weiter schießen, als ihr aufgeht. So viel, 0,5 Kilometer. Aber ich meine, hier könnt ihr auch das Modul einbauen, das hier sehr viel später aufgeht. Und hey, ich meine, ihr habt ja auch wirklich gute Torpedos, was die Range angeht und die Nachladezeit. Allerdings, diese Torps eignen sich halt wirklich nur aufgrund des Speeds, Caps abzusichern oder ein bisschen zu predikten, hinter Inseln durchzutorpen. Oder halt den Nebel reinzutorpen natürlich, weil das Problem ist, die gehen zwar erst bei 1 Kilometer auf, allerdings mit 56 Knoten Torpgeschwindigkeit reicht das für die meisten Schiffe noch, um fast allen, wenn nicht sogar allen auszuweichen. Und wenn ihr dann einen Torp trifft, der gerade mal als Höchstschaden 14.000 knapp hat, dann macht ihr oft halt nur 8.000, 9.000 Schaden. Yay, das ist jetzt nicht so hilfreich. Das ist natürlich Schaden, aber es ist halt einfach nicht so geil. Und deswegen verlasst euch auf eure Geschütze. Die sind sehr gut. Also die Nachladezeit ist wirklich sehr, sehr geil. 5,5 Sekunden für dieses Kaliber. Könnt ihr noch ein bisschen weiter runterdrücken, würde ich euch auch empfehlen. Der Damage ist halt wirklich sehr hoch, wenn ihr schießen könnt damit. Und ja, leider keine 21 mm Panzerung am Zerstörer selber, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Die Flugabwehr ist halt leider auch wirklich nicht so gut, weil eben hier auch im Gegensatz zu vielen anderen Zerstörern die Hauptbatterie nicht mitschießt. Dafür ist das Schiff einfach zu alt. Ich glaube, das ist ein 1939er Baujahr oder so. Oder 42, aber so oder so ist es zu alt dafür. Und ja. Und das Ding geht halt sau früh auf. Aber 41 Knoten schnell. Also hey, die sind sau schnell mit der Unternotleistung, wenn sie noch schneller. Also sind jetzt hier auch mit den Franzosen zusammen die schnellsten Zerstörer im Spiel. Und ja, irgendwo sind sie ja cool. Finde ich. Irgendwo haben sie was. Also wirklich, es sind ganz nice Zerstörer. Aber es wird sich zeigen, wie sie performen. Die sind aber, glaube ich, echt schwer zu spielen. Aber halt ein sehr hoher Damage. Aber halt keine Gun Range. Was halt, das, weil ansonsten wären sie aber auch zu OP. Wenn sie wirklich eine hohe Feuerreichweite hätten, wären sie zu stark. Ja, aber das waren sie, die italienischen Zerstörer. Ansonsten, ich habe die Quali schon wieder nicht geschafft, also geht es wieder in Stufe 7 Schiffen ins Ranked. Und ja, Hood is good, sage ich immer. Also, rein damit. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon in der Runde. Scharnhorst. Ja, der Klassiker, der mich auf dieses Ranked gebracht hat. Ich versuch's mal. Gucken wir mal, wie das so läuft. Also, was haben wir denn so im Gegnerteam? Colorado und auch noch ein Scharnhorst. Wir haben den Italiener, die Caracilio? F. Caracilio? Spricht man das so aus? I don't know. Egal. Ise und Rapides. Nice. Ich mag die Ise nicht, weil es ein Hybridflugzeugträger ist und das ist irgendwie eine missratene Konstruktion. Egal. Fiji, Lazo, Chios, King, Shumpun. Wir haben auch wieder die besseren Kreuzer, da lässt sich nichts gegen sagen. Mahan. Z31 Akatsuki. Finde ich Akatsuki sogar ein bisschen besser, auch wenn die Z ordentlich tanken kann. Aber ja, Japaner sind immer. Eigentlich haben eigentlich immer ganz cool Zerstörer. Jo. Schauen wir mal. Wir sind ein bisschen im Vorteil, würde ich sagen. Aufgrund der definitiv besseren Kreuzer und ich würde sogar sagen, bessere Schlachtschiffe. Colorado ist ein bisschen sehr langsam fürs Ranked. Genauso wie Kalifornien, die ich zwar auch schon einmal gefahren habe, aber egal. Und ja, aber egal. Gucken wir mal. Falls ihr weiteres wunderbares Gameplay sehen wollt, wo ich extrem gute Sachen mache, wie zum Beispiel gegen Insel zu fahren, Torps zu fressen, die unnötig sind, Cap-Runden zu verlieren oder auch die Qualifikation einfach zu verkacken, weil ich einfach nur verliere. Denn schaut in meinen Stream vorbei. Ja, ja. Nein, ist unten alles verlinkt, Twitch und so weiter. Ihr kennt's. Ihr kennt es. So, jetzt gucken wir erstmal, was ich mit der Scharnhorst hier so fabrizieren kann, tun, können, müssen. So, da hinten ist auch schon die Lazo. Mein bevorzugtes Ziel, ein Kreuzer. Wird ein bisschen langsam. Ich glaube, ich habe ein bisschen weit vorgeheben. Allerdings ist auch eine wirklich große, große Range. Wird wirklich langsam. Ja gut, außerdem lenkt es ein. Aber ein, immerhin. Ein Overpen. Nee, Durchschlag, sogar ein Pen. Mit 760? Ist doch Overpen eigentlich. Hä? Egal! Aim auf die Shumpo, die muss eher raus als die Lazo. Gucken wir mal. Ich mag die Map, weil man hier so einen Breitseiten-Schlagabtausch hat. Meine ich immer ganz cool, finde ich. Jetzt nicht so die Nahkampf-Map. Die Z lässt sich. Boah, war das knapp mit dem Torp. Boah! Ei!
Du hattest das Glück, dass er nicht gestorben ist, die Z. Bis er sie die Top nicht gefressen hat. Nice, ordentlich Treffer gegen Shoko. Die ist fast tot, komm. Tötet es! Tötet es, bevor es Eier legt. Los! Lasore jetzt aber auch ein bisschen sterben, oder? Jetzt fährt die. Jetzt ist sie so dämlich. Ich hätte nie gedacht, dass sie, sich nochmal blicken lässt. Nice, 3000 nochmal, sehr schön. Unsere Zerstörer denken sich nur gerade auch, ja, Leben ist langweilig. Ja, nice. Mahana hat die Z schon mal rausgetaucht, das ist doch passiert. Das ist ja noch nicht, was sie erwartet hat. Allerdings dienen ihre Kreuzer, sind halt echt low. Da war ein Top-Treffer gegen Kreuzer. Die frisst den Torb, oder? Nein. Komm raus damit. Ja, jawohl, doch. Sie hat doch noch einen Torb gefressen. Nice, die Shoho ist auch fast tot. Das ist sehr, sehr geil. Ich sag nur leider nicht, wie wenig Leben die Zerstörer haben. Egal, wir haben zwei Caps sogar geholt. Nice, und das, wo wir einen Zerstörer weniger haben. Hat auch was. Ja, hat es wirklich schön gemacht, dass es auch überlebt hat. Sehr wichtig. Boah, wie viel rumgenebelt wird hier. Eieiei. So. Das ist eine Scharnhorst. Schießen wir mal drauf. Na, gucken wir mal. Und? Penetration? Ja, nice. 3200 Schaden. Nehme ich. So, da kommen Tiefwasser-Tops. Die interessieren diesen Zerstörer nicht. Die Tops, die da ankommen, interessieren allerdings schon. Das dürfte wieder Zerstörer-Tops sein. Chanos dreht raus. Also auf die Colorado. Ist auch nicht gerade das schnellste Schiff. Die Pulse zieht außenrum, fällt mir gerade auf. So, nebenbei. Attention. Reporting the target position. Das ist ein kleiner, feiner Zerstörer. Komm, der Kreuzer muss jetzt raus. Ja, der stirbt jetzt auch. Na. Geht doch. Ja, killt die Zerstörer. Killt die Zerstörer. Da war nochmal 1500. Sehr schön. Ganz angenehm, dass die Gegner schon ihre Kreuzer verloren haben. Allerdings nicht angenehm, dass wir gerade unsere Zerstörer verloren haben. Kacke, ey. Naja, aber hey, wir haben noch Kreuzer. Nice, ich habe da auch nochmal zwei Schüsse gegeben, sehr wichtig. Glaube ich, holen wir mal die Repulse. Ja, ja, ich konzentriere mein Feuer auf das designierte Target. Ja, die muss jetzt raus. Die ist so dumm. Die muss raus. Kacke. Das Repulse muss jetzt aber auch um die. Ja, muss jetzt am Anfang um die zu kümmern. So, Secondary, zeig mal, was du kannst. Repulse noch Torps? Ich glaube nicht. Man dürfte keine Torps haben. Hat die Mahan gerade die Shores gekillt? Wieso? Was macht die Repulse eigentlich gerade für ein YOLO-Kommando? Auch mal ganz nebenbei gefragt. Ich könnte Torpen, aber ich glaube, das ist zu früh. Den würde sie ausweichen. Außerdem kann sein, dass ich die noch brauche, weil die wirkt sehr rammlustig. Willst du dich doch nicht rammen. Vor allem hat die auch ein Neudruckungsziel, weil, mein Gott, Shane sich hier heilt. Das könnte doch Hai schießen. Was hast du vor, meine Kleine? Willst du mich echt rammen? Muss die Torps rauskriegen. Dann, was auch immer du vorhattest, ich weiß es nicht. So, nice. Wichtig, dass sie mich da jetzt gerade nicht bekommen hat. Das ist die Colorado auch wieder. Okay. Schwierige Situation jetzt. Ich glaube, ich lade sogar HE. Das Leben nur noch Zerstörer und hat auch noch... Ich bin spotted. Wahrscheinlich durch den Cap. Oh mein Gott, die Ise mit ihren Flugzeugen. Jetzt ist sie doch gerade Game Carrier. Oh mein Gott, weil sie einfach die Zerstörer spottet. Nevermind. Es ist doch saupraktisch gerade. Jetzt in dieser Situation. Das ist das allererste Mal, dass ich nicht einen Hybridträger kacke finde. Ah, Neptune's Peak.
Ich habe sie sogar einmal getroffen, die Mara, die ist so low. Junge, Junge, Junge. Nee, bitte. Irgendwie versuchen die nochmal zu killen. Ich meine, ich lade zu schnell nach, das passt schon. Ah, ist das belastend, ey. Okay, nice. Die fehlt immer ein Hydro. Das ist auch ganz praktisch. Ha. So. Ich überlege gerade, wie das hier noch. Das Problem sind halt echt die Zerstörer jetzt an der Stelle. Oh mein Gott. Jawohl. Nice. Noch ein Zerstörer ist raus. Sehr, sehr wichtig. Sehr, 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 sehr wichtig. Da ist die Colorado in Range sogar von der Secondary. Aber ich will den anderen Zerstörer haben. Na komm, schieß nochmal. Schieß nochmal. Aua, schau noch was. Böse. Ich wollte den Brand. Ich hab gemissklickt. Wie so ein kleiner Trottel missklick ich, ey. Da ist die Akatsuki. Komm. Raus, 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 raus. Nein. Problem solved, Sir. Oh mein Gott, ich treffe sie sogar einmal, ey. Die ist so low. Ich glaube, er hat die Fidschi geholt. Sehr schlecht. Ich sollte rausdrehen. Ich sollte rausdrehen. Ich sollte auf jeden Fall rausdrehen, das bringt nichts. Wir müssen jetzt die Schlachtschiffe raus ekeln. Komm, 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 bitte hol ich den Cap noch. Haben sie nochmal. Jawohl. Nice. Sau wichtig. Boah, ist die Shanos jetzt auch nah dran, ey. Secondary auf die legen, die ist jetzt näher. Komm, den Turn sollte ich noch hinkriegen. Ah, schade, dass die beiden jetzt aus der Secondary Range raus sind. Dieses auch, hat noch sehr viel Leben, das ist ganz geil. Vor allem, dass sie auch den Zerstörer auch noch spotten kann. Oh, kommen die Torps. Schön abbremsen. Komm, lass uns versuchen, die Colorado rauszuschießen, Leute. Boah, es ist schon wieder so eine knappe Runde, ey. Oh mein Gott, zwei Pens gegen die Akat. Nein, die ist so low. Ach, jetzt schieße ich die ganze Zeit auf die Sean Horst, ey. Na gut, dann holen wir die ja zuerst raus. Our victory is in sight. Oh, böser Schuss. Ich überlege auch wieder AP zu laden. Ja, nach dem nächsten Schuss lade ich AP auf jeden Fall. Wieso ist die Akata sowieso dumm und wastet sich gerade? Oh mein Gott, das ist so wichtig, dass die jetzt gerade gestorben ist. Nein, ich krieg die Ise nicht, ich krieg die Ise nicht. Die Colorado, die Sean Horst Colorado, genau. Hm. Ich kann die Secondary auf die umlegen, ist jetzt eh gleich in Range auch. Sollte ich wieder HE schießen? Ich weiß es nicht. Komm schon, Secondary. Ich muss kurz das Flugzeug starten, dass ich die Sean Horst sehe. Mal gucken kann, was die macht. Hm.
Nice, 3000 Schaden, sehr gut. Was ich schon hast. Fährst du rückwärts? Nee, fährt nirgends rein. Lässt ihre Colorado gerade ziemlich sterben an der Stelle. Wisst ihr, am Anfang flame ich erstmal die Runde. Also was heißt flame? Ich beschwere mich ein bisschen über den Hybridflugzeugträger und am Ende gewinnen wir das wegen dem, weil der die Zerstörer gespottet hatte. Deswegen konnten wir den Mahan rausnehmen, deswegen hat die Akatsuki so viel Damage gefressen. Boah, böser Schuss. Also wirklich, das ist der einzige Grund, warum wir das gerade gewonnen haben jetzt. Ja, ja. Oh Gott. Ja, ich bin gut, mein Kleiner. Oh mein Gott, er lässt mir echt den Kraken. Oh mein Gott, was ein... Oh mein Gott, wie nett von eben. Er lässt mir echt den Kraken. Wie kann man... Alter, ist das nett. 135.000 Damage, 5 Kills. Er lässt mir den Kraken. Lohm, spielt gut. Lohm, gute Manieren. Was ein... Ja, Ehrenmann, ich sag dir sonst nie. Aber was, ey. Stark von dir, mein Junge. Geil. Äußerst nett von ihm, wirklich. Erstmal, ey, das hab ich ja noch nie erlebt, dass mir jemand einen Kraken lässt. Mir fiel es nicht mal auf, dass ich überhaupt so viele Kills habe und einen Kraken machen kann. Ey, mega cool. Kommt, das war ein wunderbarer Abschluss für diese Runde. Und für dieses Video. Ich würde mal sagen, dass, ja, besser kann man es sich abbeenden mit einem Kraken. Why not? Ich hoffe mal, dass wir uns wiedersehen. Dass wir uns auch im Stream sehen. Ich glaube, ich bin mit der Hood auch einmal reingegangen. Habe ich auch gewonnen. Sehr geil. Die Runde war allerdings nicht so gut. Hust. Und ja. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüssi.